Hier ist ein Bootshaus und Boote sind ja eigentlich immer eine gute Anlaufstelle, gerade für Barsche. Und Fisch. Guter Fisch. Oh, was ist das? Alter Schwede, das ist ein Hecht bestimmt. Oh, das muss ein Hecht sein. Wieder reinballert. Nein, ist ein Barsch. Alter Falter. Krass. Oh. Guckt euch an, wie der sich den Smoking Dead am Freeway gerade reingeballert hat. War der erste Wurf. Hier nochmal die Erfolgskombination von eben. Ein 2,5 Zoll Smoking Dead von Neuki am Freeweek, hier mit 5 Gramm. Fische ich wirklich sehr, sehr gerne am Freeweek, weil der Smoking Dead dann noch hinterher, gerade mit den Action-Scheren hier, so richtig schön hinterher trudelt. Ja, und das macht die Barsche halt verrückt. Dann können sie den schwerelos einsaugen. Habt ihr eben gesehen, der hat den voll genommen. Und ja, auch ein bisschen dickeres Flucarbon, also allzu dünn wähle ich das gar nicht. In dem Falle jetzt hier 0,26. Ich habe aber auch keine Bauchschmerzen, da 0,30 oder 0,35 mm zu nehmen. Gerade jetzt hier an dem Steg, an dem ich jetzt gefischt habe, da hat sich das bewährt. Der ist mir um einen Poller einmal rumgeschwommen und da hat die Abriebfestigkeit des Flucarbons mir auf jeden Fall geholfen, keinen Schnurbruch zu erleiden.